Ja, eure Themenvorschläge über WhatsApp sind einfach super. Auch das folgende Video gibt es auf eure Anregung hin. Und zwar geht es um die Rodung des Hambacher Forsts. Ein Wald in Nordrhein-Westfalen, mittlerweile das Symbol des Widerstands der Anti-Kohlekraftbewegung gegen die Zerstörung der Umwelt durch die Kohleindustrie. Doch worum geht es wirklich? Wer hat recht und wie wichtig ist Braunkohle für unsere Stromversorgung? Die wichtigsten Fakten zu diesem ultrawichtigen Thema jetzt bei Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, und wie ihr bei WhatsApp dabei sein könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Die Bilder sind wirklich hochdramatisch. Mit mehr als 2000 Polizisten, die den Hambacher Forst räumen sollen, handelt es sich um einen der größten Polizeieinsätze überhaupt in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag, 13. September 2018, ging es los. Mit dabei Feuerwehr, Sprengstoff, Expertinnen und Experten und Spezialeinheiten. Schließlich laufen die Einsätze in großer Höhe von bis zu 29 Metern ab. Hier kann jeder Handgriff ein Leben kosten. Konkret geht es darum, 120, vielleicht 150 Aktivisten und Aktivistinnen aus ihren rund 50 Baumhäusern zu holen. Doch es sind lange nicht mehr nur noch diejenigen Aktivisten und Aktivistinnen, die sich schon seit langer Zeit für den alten Wald zwischen Köln und Aachen einsetzen. Auch andere Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich auf den Weg in die Region gemacht. Dabei mussten die Umweltaktivisten und Aktivistinnen in der letzten Zeit eine juristische Niederlage nach der anderen einstecken. In einem Eilverfahren hatte das Verwaltungsgericht Köln am Donnerstag die Beschwerde gegen die Räumung durch die Stadt Kerpen zurückgewiesen. Auch das Oberverwaltungsgericht Münster hatte dann den Stopp der Räumung abgelehnt. Es fehle an Baugenehmigungen und Brandschutz für die Baumhäuser. Nach Angaben von RWE sei es noch in diesem Jahr dringend nötig, den Hambacher Forst zu roden, denn nur dann könne man die Kohleförderung und den Tagebaubetrieb in den kommenden 2 Jahren aufrechterhalten. Ohne die Rodung drohe das Erliegen der Förderung und das würde RWE teuer zu stehen kommen. Es geht also um eine Menge Geld, denn die Kohleverstromung macht Analysen zufolge etwa 70% oder mehr der Stromerzeugung von RWE aus. Vor etwa 40 Jahren wurde der Tagebau erschlossen und das Rheinische Revier, in dem das Areal liegt, gilt als größtes geschlossenes Braunkohlevorkommen in Europa. 38 Millionen Tonnen Braunkohle wurden alleine im vergangenen Jahr gefördert. Damit wurden 15% des Strombedarfs von Nordrhein-Westfalen gedeckt. Dabei ist von dem ursprünglichen Wald schon beinahe komplett alles von der Bildfläche verschwunden. 4.100 Hektar groß war er mal vor Beginn der Kohleförderung. 3.900 Hektar sind bereits gerodet worden. Jetzt sollen eben auch noch die verbliebenen 200 Hektar Wald auf weniger als 100 Hektar abgeholzt werden. Auf die Gefahr hin, dass auch das Image des Unternehmens leidet, doch das scheint es jetzt wohl wert zu sein. Das Resultat daraus, dass sowohl E.ON als auch RWE sich lange Zeit nicht auf die aktuelle Entwicklung wie die Energiewende und den Atomausstieg vorbereitet hatten. Seine Ökostromtochter Innogy hatte RWE erst vor 2 Jahren an die Börse gebracht, so will man langfristig dann wohl auch auf Kohle verzichten. Bis dahin aber noch die Profite mitnehmen, die der Hambacher Forst in Form seiner Braunkohle so bietet. Um das übrig gebliebene Waldstück herum zu baggern, sei technisch keine Option, so RWE. Und so hat sich der Konzern auch gegen das Ziel der Kohlekommission gestellt, zusammengesetzt aus verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen der Bereiche Politik, Umweltschutz und Industrie. Im Auftrag der Bundesregierung sollte für den Herbst ein Konzept vorgestellt werden, wie man gemeinsam den Ausstieg aus der Kohle schaffen könnte. Das starre Vorgehen von RWE in diesem Zusammenhang sehen so nicht nur die Umweltaktivisten und Aktivistinnen kritisch, sondern beispielsweise auch Wirtschaftswissenschaftlerinnen, wie etwa die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Wir können sehr viel schneller aus der Kohle aussteigen, als manche jetzt sagen. Und je schneller wir das tun, desto weniger muss man auch in Hambach noch roden und Braunkohle abbauen. Insofern wäre es schon ratsam gewesen, man würde die Diskussionen der Kohlekommission abwarten und dann erst zur Tat schreiten. Und wir haben ja hier darüber berichtet, laut einer Fraunhofer-Studie ist der frühere Ausstieg aus der Kohle ohne Probleme möglich. Den Link gibt es am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Zurück zur Kohlekommission, denn eventuell hätte die Kommission ja entschieden, dass der Tagebau gar nicht mehr abgebaut werden muss. Darauf hatten die Umweltschützer und Schützerinnen gehofft, unter anderem der BUND, der noch im April diesen Jahres geklagt hatte. Schließlich seien die Kriterien eines europäischen Naturschutzgebietes gegeben. Doch Gerichte haben entschieden und so ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen davon überzeugt, dass, Zitat, sich der Staat durchsetzen muss.
Schließlich sei akute Brandgefahr gegeben. Ja, das ist jetzt plötzlich so wichtig. Dabei gibt es die Baumhäuser im Hambacher Forst, in denen sich die Aktivisten und Aktivistinnen verschanzen, schon jahrelang. Sie rufen der Polizei entgegen, wenn ihr Kinder habt, dann lasst den Unsinn. Eine klare Botschaft, denn längst ist der Kampf gegen die Braunkohle auch zu einem Kampf um die Zukunft unseres Planeten geworden. Denn die Braunkohle gilt als der schmutzigste Energieträger überhaupt. Im Vergleich zu Erdgas beispielsweise hat Braunkohle einen rund 60% höheren Ausstoß von CO2 zur Folge. Schon deswegen fordern viele Umweltverbände den sofortigen Ausstieg. Denn wie will man sonst den Pariser Klimavertrag und die Ziele der EU erreichen? Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß demnach um 40% gesenkt werden im Vergleich zum Jahr 1990. Der Ausstieg aus der Braunkohle ist zwar politisch als Teil der Energiewende beschlossen, doch der konkrete Zeitpunkt noch nicht. Und trotz ihrer ganzen Nachteile hat sie als Energieträger kaum an Bedeutung verloren. Die Zahl der Beschäftigten im Braunkohleabbau ist trotz des beschlossenen Ausstiegs in den letzten Jahren konstant gestiegen. Und auch der Verbrauch ist im Vergleich zu anderen auslaufenden Energieträgern kaum zurückgegangen. Zwischen 2005 und 2017 von 54,5 auf 51,5 Millionen Tonnen. Heißt also, auch nach der Energiewende hat die Braunkohle eine große Bedeutung für den Energiemix. Und so ist ihr Ausstieg alles andere als effektiv im Gange, ganz im Gegensatz zu dem Ausstieg aus der Kernkraft und der Steinkohle. Das Problem, sowohl die Beschäftigten als auch die Unternehmen leisten Widerstand und aus der Politik gibt es offene Unterstützer. Was dabei meist übersehen wird, ist die Tatsache, dass Braunkohle längst nicht die günstige Energie ist, für die sie oft gehalten wird. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes, also des Umweltbundesamtes, staatliche Institution, sind nämlich die gesellschaftlichen Kosten bei der Stromerzeugung aus Stein oder Braunkohle besonders hoch. 2016 sind dadurch gesellschaftliche Mehrkosten von rund 46 Milliarden Euro entstanden, und zwar konkret durch Umweltkosten, durch Luftschadstoffe wie Feinstaub oder Schwefeldioxid oder eben durch das Klimagas CO2. Diese Kosten sind eben kaum offensichtlich, denn unsere Gesellschaft bekommt sie nicht über die Stromrechnung zu spüren. Finanziert wird das Ganze an anderer Stelle, nämlich durch höhere Beiträge für Steuern oder Krankenkassen beispielsweise. Die Umweltbehörde rechnet vor, dass ein geordneter Kohleausstieg somit Milliarden einsparen würde. Und nicht nur das, Strom aus Wind- oder Solarenergie sei demnach schon heute deutlich günstiger, dreimal günstiger als Strom aus Kohle. Dazu der Energieexperte Oliver Krischer von der Grünen-Fraktion im Bundestag in einem Interview mit der Deutschen Welle. Die Folgen des CO2-Ausstoßes für die Klimakrise, die Gesundheitsschäden durch Quecksilber, Feinstaub und Stickoxide, die Umweltschäden durch das Abholzen von Wäldern und das Abpumpen von Grundwasser sowie die Kosten kaputter Häuser und Straßen durch Bergschäden werden einfach auf die Allgemeinheit abgewälzt und tauchen in der Kostenbilanz des Braunkohlestroms nicht auf. Nur deshalb ist Braunkohlestrom an der Börse billig. Die Zeche zahlen wir alle. Und damit zurück zum Hambacher Forst. Er war lange Zeit einer der größten Mischwälder Europas und hatte trotz seiner wirtschaftlichen Nutzung ein einzigartiges Ökosystem zu bieten. Außerdem hat er eine mehrere Jahrtausend alte Geschichte, denn es gibt ihn seit der jüngsten Eiszeit vor 12.000 Jahren. Das alles lässt sich nicht mehr zurückholen und fest steht auch, im Oktober darf RWE dann offiziell mit der Rodung beginnen. Wir machen hier etwas mit etwas Positivem weiter. Ihr könnt Klicks zum Werbefrei machen. Wir haben ja schon angefangen, immer mehr Videos sind werbefrei. Dank eurer Hilfe. Immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem Video ab. Werdet also Mitglied hier unter dem Video. Draufklicken und ihr bekommt noch exklusive Extra-Videos, Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien für einen kleinen Beitrag. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Da könnt ihr auch Themenvorschläge machen. Dann bekommt ihr den Link übrigens zum Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und dann drunter geht's weiter. Dafür auch draufklicken mit dem Thema "So kann Deutschland seine Klimaziele doch noch erreichen". Ja, bis dann. Bleibt dran.